Und da sind wir auch schon wieder zurück mit einer neuen Folge von Wiggles. Wir waren dabei, hier einmal umzuziehen Richtung Tor. Und die sind auch schon alle fleißig am Laufen. Haben wir jetzt ein Stückel vor sich, erstmal bis hierher. Obwohl wir das jetzt eigentlich aufmachen könnten, weil. Na egal, wir lassen es erstmal zu. Schauen mal, wie gut sie vorankommen. Problem sind natürlich diese beiden Kleinen. Also die müssen eigentlich meines Wissens nach nicht unbedingt durchs Tor laufen. Die switcht dann automatisch rüber. Bloß wenn die halt jetzt noch irgendwie erwachsen wären, dann müssen wir die noch durchschicken. Naja, mal schauen. Gucken wir erstmal, dass hier die alle zügig rüberkommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer hier den Ring hat. Simon. Simon hat die drei Ringe, okay. Ach ja, und da ist es schon passiert. Da sind sie, die beiden. Okay, dann müssen wir die auch noch mit runterschicken. Die sind jetzt natürlich relativ langsam, weil die haben einfach noch gar nichts. Das ist natürlich jetzt blöd. Genau das habe ich mir gedacht. Aber was soll's? Wir haben nicht hier irgendwo noch einen Reithamster. Ne, haben wir nicht. Okay, dann müsst ihr jetzt nach unten laufen. So. Haben wir denn hier jetzt schon den Rest? Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann machen wir das Tor mal auf. Und ihr geht alle mal schön bis ganz hier runter. So. Bloß Simon. Halt. Simon geht erstmal bitte nur bis hierhin. So, die brauchen natürlich jetzt ein Stück. Okay, den beiden können wir eigentlich. Wo sind sie jetzt hier? Den können wir auch sagen, dass die schon heruntergehen sollen. Ja, das sind ja einige. Okay. Die Stimmung leidet natürlich jetzt ganz schön hier, ne? Bei einigen, aber da kann man jetzt erstmal nichts machen. Wir werden dann, wenn wir durch sind, so schnell wie möglich erstmal das Essenslager aufbauen, die Feuerstelle hinstellen und die Farm hinstellen, dass dann erstmal Essen produziert werden kann als erstes. Ja. Und dann müssen wir uns erstmal wahrscheinlich ein neues Höhensystem graben. Also, dass wir unsere ganzen Gebäude wieder aufstellen können. Das wird auch nochmal lustig. Aber ich denke, dazu nutze ich dann mal hier dieses schöne Tool, diesen schönen Mod, dass man das mal auf Ausstellen, das ist einfach viel praktischer, wie wenn ich immer nur. Man kann das auch ohne machen. Also man kann auch dafür sorgen, dass sich keine neuen Höhlen generieren. Dafür muss man aber immer, also dafür kann man immer nur zwei solche Blöcke holen lassen. Dann generiert sich nichts. Und das ist halt ziemlich nervig. Ja, wenn man immer hier zwei, dann buddeln die das weg, dann macht man den nächsten zwei. Das zieht sich.
Deswegen würde ich einfach mal dieses Tool, diese Mod benutzen und ja, dass wir das alles zügig hinbekommen. So. Ja, okay, die Karte, die haben wir hier liegen lassen, die brauchen wir aber auch nicht mehr. Ja, ansonsten ist hier eigentlich jetzt, habe ich denke ich alles erwischt, bis auf die Grenzsteine. Gut, okay. Die brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Die kann man einfach neue machen, welche braucht. Und ich denke mal, so viel werden wir da nicht brauchen. Was ist hier? Ein Kristallerz, okay, alles klar. Das sollte eigentlich nicht so sein, dass hier schon Kristallerz rumliegt, aber naja. Sagen wir mal nix. Hier hätte man wahrscheinlich einfach mal buddeln können. Da wäre wahrscheinlich massig viel Zeug rausgekommen. Weil hier schon so viel ist. Egal. Jetzt ist es zu spät. Was ich mir jetzt gerade überlege, ist eigentlich, dass wir das Ganze andersrum machen. Dass wir die erstmal alle bis hierhin schicken und den Simon schon mal vor, dass er das Tor aufmacht und dann können alle schon mal durch. Die zwei sind ja, naja, leider ist zu viel gesagt, aber so dass die hier warten, dann geht er schon mal runter, wenn er hier durchkommt. Ja, und macht das Tor schon mal auf. Dass wir dann zügig drüben die Feuerstelle hinbauen können und oh, neuer Zwerg geboren. Ach Quatsch. Jetzt krabbelst du wieder hoch. Nee, du sollst runter. Ludmilla. Okay, passender Zeitpunkt. Naja. Okay. So, dann mach mal auf hier. Bitte. Dann werde ich dir mal das Tor öffnen. Rutsch mal ein Stück. Magie braucht Platz. Na gut. Danke. Wollen wir mal. Nimm den Ring Odins und gib den Weg frei. Puff. Und auf ist es. Sehr schön. So, bitteschön. Dankeschön. Und der Ring? Wie Ring? Ist doch meiner. Was? Wie jetzt? Jetzt gib ihm den Ring zurück. Was? Aber gib ihm den Ring. Er hat dich befreit. Er wird Fenris bezwingen. Oder von ihm gegessen. Nee. Also? Ihr müsst lernen, selbst auf die Ringe zu achten. Ich kann ja nicht überall zugleich sein. Hab schließlich auch nur zwei Flügel. Vier. Hier, verliert keine Zeit. Verlegt Wiggles und Waren, bevor sich das Tor wieder schließt.
Na, aber das versteht sich doch von selbst. Jawohl. 40 Minuten Zeit haben wir noch. Okay. Bringe alle anderen Wiggles auf die andere Seite des Tores. Das Tor zur Unterwelt schließt sich wieder. Wir müssen so schnell wie möglich mit Sack und Pack durch das Tor. Später gibt es kein Zurück mehr. Das ist mir schon klar gewesen. Okay. Na dann. Alle hindurch. Richtig. So kommt ihr. Alle bitte. Ihr auch. Ihr auch mit rüber. Baby kommt auch, sehr schön. So, er kann ja jetzt schon mal hier gucken, was es hier gibt. Stimmung 21, oh je. Muss er durch. Alle rüber. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir schon mal eine Anfangshöhle. Ja, okay. Sehr schön, hier sind ein paar Fässer. Die beiden kommen auch. Gut, gut. Gucken wir hier mal weiter. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier irgendwo welche Gegner sind oder so. Das wäre jetzt nicht so schön. Okay. Eine große Höhle. Ja, sehr schön. Alles klar. Hier bauen wir erstmal unser Zeug hin. Du kannst mal hier an das Fass gucken. So, sind denn jetzt erster, letzter, ne? Das ist die Frage, geht das Tor dann hinter ihm zu oder muss das Baby erst noch durch? Schauen wir mal. Okay, also noch bleibt es offen. So, sehr schön. Also hier haben wir Eisen. So, jetzt muss ich kurz auf meinen Spickzettel gucken. Nahrung. Angelino. Er hat das mit der, aber die einige. So, einmal hinstellen bitte. So, wer war das jetzt? Okay, das Baby muss anscheinend noch durch. Wer war das jetzt mit der Feuerstelle? Mireille stellt jetzt die Feuerstelle hier hin noch. So. Oder geht die noch ein bisschen weiter hinten zu stellen? Ja. So, bitte. Baby ist auch durch. Haben wir doch alle. Man kann das Tor jetzt eigentlich zugehen. Oder habe ich was vergessen? Ist hier noch jemand? Eigentlich nicht. Eigentlich haben wir alle. Ja, okay. So, wie sieht's aus? Aha. Oh, diese Schwachköpfe! Erst ziehen sie nicht rechtzeitig um, rennen alle auf den letzten Drücker rüber und vergessen ihre Ausrüstung. Ach, und jetzt bleibt mal wieder alles an mir hängen. Na, wartet! Ja, Glück gehabt.
wer auch immer du bist. Okay, damit haben wir offiziell die erste Welt hinter uns. Da sehen wir hier noch ein bisschen die paar Höhlen, die hier sind, und das war's dann auch. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt stellen wir hier noch die Farm hin. Hier stehen zwei Pilze, die werden wir wahrscheinlich, okay, erstmal ernten müssen, aber sagen wir ihnen erstmal allen, dass sie wieder Arbeitszeit haben, wenn sie wieder arbeiten dürfen. So. Machen wir erstmal Pilze. Jetzt muss ich hier mal Höhlen auf. Dann haben wir auch keine Urwaldhöhlen mehr, sondern wir sind jetzt in der Schwefelwelt. Aber wir stellen es einfach aus. Deswegen können wir jetzt hier erstmal hoffentlich buddeln. Ich tue mal lieber speichern. Mach mal hier. So. Wie machen wir das? Wie hatte ich mir das gedacht? Bin mal nett. Okay, müssen wir. Das geht nicht. Quere hier. Also machen wir das so, weil es hier nicht geht. Okay, so. Und so. Dass wir hier eins und noch eins daneben kriegen. Reicht das? Nee, noch nicht. So. Weiter runter. Dann würde ich beinahe sagen, machen wir hier mal so eine Ebene. Oder machen wir erst noch mal kleine Höhen? Ja, wir machen erst noch mal kleine Höhen. So. Und dasselbe nach hier noch mal. Okay. Und dann können wir jetzt hier was Größeres machen. So. So. Und hier drüben machen wir aber nochmal so. Okay. So, wer hat Lust zu buddeln? Na, also fängt an. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, können wir nicht hier? Das war nämlich. Nee. Geht auch erst ab hier. Okay. Wie weit kommen wir hier eigentlich rüber? Bis dahin. Haben wir hier noch was? Noch ein Fass. Okay, hier hätte ich gern Pilze. Dafür muss jemand mal diese zwei Pilze fällen. Das wird deine Aufgabe. Das ist ja schon gleich leer. Ups. Hier sind noch ein paar Grillhamster drin, das ist gut. So, wer hat hier jetzt noch nichts? Du hast nichts zu tun. Du kannst, nee, du kannst nicht mitbuddeln. Du bist Kampfzwerg. Warum haben die alle frei? Emmy, Yusuf. Yusuf, Partner, Graziella. Arbeiten. So, Kollege, du fällst das mal. Hier sind alle genug Hamster, das ist gut. Und den. Und dann nimmst du einfach alles mal mit. Jawohl. Und dann kannst du hier eigentlich noch mal reingucken. Was hier noch so drin ist. In den Fässern. Noch mehr Essen, das ist gut. Noch mehr Essen, das ist noch besser. Mach auf. Mach auf, macht doch nicht.
Hier haben wir einen großen Heiltrank, okay. Das ist auch nicht schlecht. Und was ist hier noch? Noch mehr Essen. Sehr schön. Was macht er? Er will jetzt wahrscheinlich das Zeug holen, was er im Gepäck hat. Schlecht. Schlechtes Timing. Geht nicht, ne? Ja, ist klar. Okay, stornieren wir das mal kurz wieder. Das erstmal hier Eisen. Hm. Das erstmal hier das mit der Form gemacht wird. Weil wir brauchen ja, ich glaube, zwei Pilzhüte oder einen. Ich weiß es gar nicht. Stämme, ja gut, die legen wir erstmal mit hier hin. So. Hier wird gebuddelt, sehr schön. Was macht sie? Sie hat Freizeit, sie holt sich bestimmt was zu essen. Okay. Du hast auch nichts zu tun. Ja, hier wird schon der Pilz gemacht, sehr schön. Wenn du nichts zu tun hast, kannst du mit buddeln. Und wenn du nichts zu tun hast, kannst du auch mit buddeln. So. Ist das jetzt hier was geworden? Scheint so, oder? Okay, die beiden haben gar keine Lust mehr. Dann buddel du auch mit. Und du hast auch keine Lust mehr, also kannst du auch mit buddeln. So, was war jetzt mit ihm? Ihm geht es noch halbwegs gut. Er soll erstmal das mit dem... Farmpilz. Ist jetzt hier, das ist jetzt die Frage. Ist hier was passiert schon? Das wäre schon nicht schlecht, wenn hier... So, jetzt geht's doch hier los. Jetzt wird hier schön gebuddelt. Jawohl. Also, ich habe mir dann gedacht, dass wir hier einen Aufzug hinmachen, hier einen Aufzug hinmachen. Hier links oben kommen erstmal die Lager hin, die wir noch haben. Da würde ich dann das A hier oben abbauen und mit hier unten hinstellen. Und hier rechts kommen dann unsere ganzen Höhlen hin. Mal gucken, wie viel wir machen in einer Reihe. Ja. So hatte ich mir das eigentlich. Ah, jetzt wird's gemacht. Ja, sehr schön. Gut, dann können wir jetzt auch sagen, dass ihr hier jetzt mal ein paar Krippelze machen sollt. Jetzt, ja. Warum passiert nichts? Warum wächst nichts? Hm, dauert vielleicht. Hoffe ich. Dass es einfach nur dauert. Okay. So, dann können wir hier schon mal die erste Höhle machen. Da brauchen wir noch eins. So, dann können wir die zweite machen. Eins, zwei. Ah, jetzt kommen die Pilze. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Die beiden machen was zu essen. Was hat er noch alles? Er hat die ganzen Bücher noch drin. Ja, die muss er erstmal behalten. Da machen wir dann irgendwo eine Höhle, wo wir dann die ganzen Bücher und das ganze Zeug, die Ringe hinlegen und so. Das würde ich eigentlich nicht hier oben machen wollen. Obwohl, da müssen wir mal schauen. Aber hält es jetzt erstmal im Inventar. Und dann gucken wir mal weiter. Du sollst eigentlich hier buddeln. Gehen wir hier hoch. Nee, nicht da unten. Hier oben. Das da. Nee. Ja, jetzt hier. So, hier ist Asche fertig. Dann mach hier mal weiter. Oder du kannst eigentlich mal hier das machen. Hier liegt wieder Kristallerz. Nee, nicht die. Die hier vorne.
So, dann kriegen wir hier sogar noch eine hin. Machen wir hier noch eine. Machen wir erstmal drei. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. So, das sieht doch schon alles gut aus. Aber wenn alle auch echt miese Laune haben, aber... Krass, dass hier schon Kristallerz mit rumliegt. Das kenne ich so nicht. Liegt wahrscheinlich an auch so einer Mod, die in dem Modpack mit drin ist. Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Mal schauen, was wir mit dem Zeug machen können. Was denn hier mit den Pilzen? Hier wächst ja gar nichts. Das dauert ja ewig, bis hier was wächst. Und vor allem nur einer. Warum denn nur einer? Ist das am Anfang immer so? Dass der eine nach dem anderen wächst? Ach, die sind an der Schale. Ach, okay. Na gut. So. Aber krass, wie viel Zeug hier rumliegt. Krass, was hier alles so rausfällt. Golderz, Kristallerz. Eisenerz wäre noch schön, wenn da hier liegen zwei, drei. Aber wenn da noch ein bisschen mehr wäre, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Ah, jetzt wächst hier der zweite. Okay. So, jetzt will er auch mitbuddeln. Ich dachte, er hatte so miese Laune. Er hat doch jetzt Freizeit. Warum willst du jetzt gerade mitbuddeln gehen? Das ist keine gute Idee. Du hast doch, ihr habt doch jetzt eigentlich alle frei. Alle, die hier so miese Laune haben, haben doch jetzt frei. Genau. Macht mal Pause. Du auch. So. Das, du hast Abhause. Und jetzt könnt ihr was machen. Theresia geht auch mit buddeln. Sie mal nett, ja auch mal nett, ja können auch mit buddeln. Hier geht man mit hoch, nicht da hinten irgendwo rumstehen. Aber haltet euch mal ein bisschen mit den anderen. Dann wird die Stimmung auch besser. So, und dann sehen wir mal zu, dass wir hier möglichst schnell die ersten Höhlen hinkriegen. Halt. Halt. Das wollen wir. So, das Lager ist leer. Sehr toll, können wir das zusammenpacken.
Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Dann holt ihr mal... Nee, du hast schon zu viel Zeug im Inventar. Holt ihr mal die Grillpilze... die Grillhamster. Her. Die dort sind. Einer müsste mal hier sich um... was zu essen kümmern. Das könntest du mal machen. Und die beiden können mal das Zeug hier hauen, weil die das ja nicht sehen, wenn das hier nicht... Wenn hier niemand ist und es ist dunkel, dann nehmen die das an. Deswegen schaffen wir das jetzt mal dorthin. Das ist aber viel. Das ist gut. So, kannst du jetzt hier hinschaffen. Und du nimmst noch den Rest. Wenn das alles eingepackt kriegst, wahrscheinlich nicht. So. Okay. Dann legen wir das alles hier hin. Wir waren in der ersten Höhen gleich fertig. Hier liegt ja schön viel Eisenerz ein bisschen mit rum. Das ist gut. Das ist gut. Sehr, sehr schön. Dann läuft die Sache.